Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution News Video. Und zwar hat Frontier auf dem YouTube-Kanal von Jurassic World Evolution ein neues Video veröffentlicht, gestern um ca. 18 Uhr. Und genau das werden wir uns gleich mal angucken. Ihr seht es ja schon hier oben am Titel, worum es denn geht. Nämlich wurden von allen neuen Dinosauriern bzw. von allen überarbeiteten Dinosauriern die Spezies Profiles vorgestellt von dem Return to Jurassic Park DLC. Ich bin sehr gespannt. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt direkt an. Film ab. The greatest carnivore to ever walk the earth. And quite possibly our most prized and spectacular attraction in the entire park. Three-horned and mighty, the Triceratops is our local gentle giant. One that'll melt hearts and draw astonishment from all our guests for years to come. It was always our endeavor to bring back creatures not just great, but small too. Compsognathus is the culmination of that dream. Realized by science. A lumbering giant with great plates upon its back and spikes on its tail. Stegosaurus will be sure to enthrall everyone who visits the park. Raptors have been our greatest challenge to bring back from extinction. Ferocious and intelligent, they are a marvel of Cretaceous evolution. Imagine a birdcage greater than any ever built, housing the largest flying creatures you ever saw. Our Pteranodon aviary is that dream fulfilled. So Leute, das war's mit dem kurzen Clip. Und ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Also waren richtig coole Sachen bei, die mir auch aufgefallen sind, die auch neue Infos sind, die wir vorher noch nicht hatten. Aber das werden wir gleich in der Analyse nochmal so ein bisschen alles uns angucken und dann werde ich euch das nochmal zeigen, was mir gerade zumindest aufgefallen ist. Wahrscheinlich wird uns gleich beim zweiten Mal gucken auch noch ein bisschen mehr auffallen. Aber bevor wir das Ganze jetzt machen, würde ich einmal sagen, schaut ihr einmal unten in dem ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Das ist das Originalvideo, was wir jetzt gerade angeguckt haben. Lasst da auf jeden Fall ein Like da, damit Frontier sieht, dass wir Bock auf dieses DLC haben, dass wir uns darauf freuen. Ich habe es auch gemacht, also tut's am besten auch. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze hier nochmal so ein bisschen an. Was mir als erstes auffällt hier in diesem schönen Film hier, ist dieser Oldschool-Style mit diesen Röhrenbildschirmen. Denn hier links diese Post-its oder wie die heißen da drauf. Finde ich schon mega, mega nice. Gefällt mir sehr gut. Gut, den neuen T-Rex haben wir jetzt ja schon gesehen. Aber hier kommt schon mal das erste Highlight, was jetzt sozusagen neu hinzukommt. Das ist nämlich, oh mein Gott, wie sie grinst. Das ist hier ein neuer Fieder mit Ziegen, mit so einem Käfig oder Gitter drin. Finde ich sehr interessant. Also wahrscheinlich können wir sogar mit so ein paar mehr verschiedenen Fiedern rechnen, die auch neu hinzukommen. Vielleicht auch ein Kuhfieder, das wäre auch mega interessant. Aber ich finde es sehr, sehr cool und das sieht echt lustig aus, wie die Ziege hier grinst. Im Hintergrund sieht man auch die neuen Zäune noch. Ja, nice. Hier sieht man nochmal den neuen T-Rex, der sieht jetzt auch viel, viel cooler aus, wie ich finde. Als nächstes kommt der Triceratops hier. The Triceratops is our local gentle giant. One that'll melt hearts and draw astonishment from all our guests for years to come. Da fällt mir jetzt gar nichts Neues auf. Also ich finde auch, dass er besser aussieht jetzt, aber sonst. Das haben wir alles schon vorher gesehen auf den Screenshots. Aber da war jetzt nichts Neues im Hintergrund. Und das ist natürlich jetzt interessant. Jetzt kommt nämlich der Compsognathus, der kleine Kompi. Guck mal, wie klein der ist. Oh mein Gott.
Das sind diese Grashalme. Die sind ja gar nicht so hoch eigentlich. Also sie sind schon hoch, aber nicht so krass hoch. Und der ist, glaube ich, echt noch kleiner als der Homolocephale oder wie er heißt. Ist echt niedlich. Und auch hier diese Animation, wie er sich kratzt hier. Finde ich sehr süß. Und das finde ich mega. Schaut euch das mal an, wie der sich da sein Schnitzel rausholt. Ist das nicht süß? Da spule ich sogar nochmal zurück. Also das ist eine coole Futteranimation. Der springt da drauf, holt sich so sein kleines Steak da ab und legt sich das dann dahin. Mega, mega cool. Oh, ich habe jetzt gar nicht auf den Hintergrund geachtet. War da irgendwas zu sehen? Nö, nur auch wieder neue Zäune. Also es wird richtig viele neue Zäune geben. Ich habe, glaube ich, jetzt schon 3 verschiedene oder so gesehen. Also die wird es mindestens geben. Jetzt haben wir hier nochmal den Stegosaurus. Der sieht jetzt auch viel, viel cooler aus, finde ich. Jetzt seht ihr auch, der Schwanz ist jetzt viel, viel höher. Und hier ist natürlich wieder ein Highlight. Schaut mal hier auf den Hintergrund. Hier sind diese neuen Redwood Trees, die auf jeden Fall ins Spiel kommen werden. Sieht mega nice aus. Ich spule nochmal ein Stück zurück. Jetzt achtet mal da drauf, hier im Hintergrund. Sieht das nicht nice aus? Richtig coole Bäume. Hier haben wir den neuen Raptor. Und hier fällt mir auch wieder was auf. Das hier ist ein neues Gebäude. Das ist dieser Bunker aus dem Film, ne? Zumindest dieser Eingang in den Bunker. Der scheint auch ins Spiel zu kommen. Also sehr, sehr interessant. Es werden einige neue Gebäude in das Spiel kommen, so wie es aussieht. Und ich glaube, wir werden nach und nach immer mehr davon kennenlernen. Und jetzt kommt natürlich wieder ein Highlight, nämlich der Pteranodon. Der erste Flugsaurier im Spiel, ist das nicht nice? Oh mein Gott, jetzt sieht man hier auch schön die Animation schon. Aber das sieht so cool aus. Oh mein Gott, ey, wie cool einfach diese Fluganimationen aussehen, Leute. Guckt euch das mal an. So richtig geschmeidig. Richtig cool, ich hoffe wirklich, dass die irgendwie auch ausbrechen können oder so, das wäre mega nice. Return to Jurassic Park. Ich freue mich drauf auf das DLC, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe jetzt alles einigermaßen gesehen. Ich habe das halt mir vorher auch noch nicht so angeguckt und analysiert. Ich habe es vorhin das erste Mal mit euch geschaut. Aber ich bin wirklich geflasht. Also es sind so viele coole neue Sachen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir halt wirklich nur diese 2 neuen Dinosaurier haben. Einmal den Compi und den Pteranodon, den man hier ganz gut sieht. Und ansonsten wurden 4 Stück überarbeitet. Der Triceratops, der Stegosaurus, der T-Rex natürlich und der Velociraptor. Also insgesamt haben wir sozusagen 6 neue Dinosaurier mit dem DLC. Das wird richtig cool und die ganzen neuen Gebäude und neuen Zäune und Möglichkeiten. Also ich freue mich richtig auf das DLC. Das wird auf jeden Fall mit Abstand das krasseste DLC, beziehungsweise Update kommt ja auch mit dem DLC, was bis jetzt für Jurassic World Evolution rausgekommen ist. Und das lässt mich auch noch so ein bisschen hoffen, dass wir irgendwann Wasserdinosaurier kriegen und vielleicht den Mosasaurus. Das wäre natürlich auch irgendwann richtig, richtig krass. Aber so weit wollen wir jetzt gar nicht denken. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls euch noch irgendwas aufgefallen ist, was ich jetzt übersehen habe, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch ein angenehmes Wochenende. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.